Wache auf, Wecker klingelt 20:02. Gucke auf, leicht benebelt, morgen fehlerfrei. Heut vor 24 Jahren das Licht der Welt erblickt. Der eine Tag, an dem selbst dein Vater eine Nachricht schickt. Im Jahre 20, am Tage 20:02. Wo sonst mein iPhone mir Nachrichten voller Liebe zeigt. Zwischen letzten Partys der Szene, bevor die Pandemie reinknallt. Und sturen Allmanns als Indigene, verkleidet an Karneval. Als im Flugmodus die Welt reinschneit. Der erste Glückwunsch ganz langsam, meine Sinne erreicht. Normalerweise geprägt von Freude und Heiterkeit. Doch heute reißt der geliebte Display mein Herz in zwei. Er spricht von Einzelfall, Psychos, die eine Krise schieben. Doch nicht das erste Mal, dass 9 von uns im Sarg liegen. Schrumpfendes Intervall, Nachrichten, die überwiegend von den anderen erzählen. Dönermorde, Clankriege, Propagandaspender spucken ihre Hassagenda. Es läuft auf jedem Sender, Hanau und die Ausländer. Flimmernde Antipathie, wie könnten sie uns lieben? Denkmante Demokratie, gehetzter Scheinfrieden. Wache auf, Wecker klingelt, Liebsten singen 20:02. Gucke auf, leicht benebelt, morgen fehlerfrei. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Doch heute gibt's kein Wir, heute feiert nur ihr. Tisch gedeckt, weiße Leinen auf braunem Holz. Kaffee gestreckt, weiße Adern im braunen Gold. Den Liebsten schmeckt's, auf braun-weißen Marmor stolz. Kerzen gesteckt, Flammen warten, bis Atem sie überrollt. Doch etwas länger und Nägel brechen am Holz. Doch etwas schneller und Herz stolpert doch ohne Gold. Noch ein Bissen und ich kotz den Marmor voll. Wie soll ich pusten, wenn ich nicht mal weiß, wie ich hier atmen soll? Denn das Schlimmste ist, ihr Liebsten werdet Fremde. Selbe Welt, nun zerfällt Realität, die uns schon immer trennte. Aus biografischen Rissen werden tiefste Kluften. Fuck, aus mikroskopischen Bissen tiefste Wunden. Wie können wir das verstehen, was wir niemals sehen? Diese Szenen, die wir ungewollt drehen, die jeden Tag geschehen. Alltag, für ihn so fremd, im eigenen Land zu leben. Alltag, für sie beklemmt, durch den eigenen fucking Park zu gehen. Wache auf, Liebsten singen, Gläser klirren 20:02. Euer Deutschland immer noch bunt, Abend fehlerfrei. 24 H genug, den Kopf gefickt. Nie länger betroffen, als der Feed lang ist. Erneut wie jedes Jahr in meiner Bar, Ort der Sicherheit. Doch heute fühle ich Gefahr in meinem Kiez, in meinem Stadtteil. Wenn zerstreut, jedes Mal, wenn ein Korken knallt. Gänsehaut, jedes Mal, wenn die Tür aufreißt. Und ich frage mich, wie würde das dann sein? Könnt er einfach so vor mir stehen? Könnt er wie erwartet einfach hinein? Und ich frage mich, wär ich dann allein? Könntet ihr noch neben mir stehen, wenn er mit der Knarre auf mich zeigt? Wäre es wie damals nur ein Einzelfall? Wie damals 19:02, Nähe Frankfurt am Main. Wäre es wie damals nur ein Einzelfall? Doch statt wie damals 20:02, mein allererster, heut mein letzter Reim.